Wir wollen noch ein bisschen weiter in der Region bleiben und die Hintergründe erforschen. Deswegen freue ich mich, dass sich Zeit nimmt in Paris Abdelazim El Difraoui. Er ist Politologe und Nahostkenner. Danke, dass Sie also mit uns sind. Beginnen wir mal im Oktober. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober, der Krieg in Nahost, der begann. Wo stehen wir heute, viele Monate später? Also wir stehen eindeutig in einer neuen Eskalationsstufe. Es war kein schneller Feldzug gegen Hamas, sondern es ist ein langwieriger Konflikt mit sehr, sehr vielen zivilen Toten. Die haben sich gestern mal bei dramatischen Ereignissen noch weiter erhöht, die Anzahl der Toten. Egal, wie das genau diese entsetzlichen Tote gestern entstanden oder vorgestern entstanden sind, ob es zunächst wirklich die Palästinenser waren, die sich um die Hilfsgüter geprügelt haben, oder ob die israelische Armee zuerst geschossen hat. Das Ganze eskaliert das nochmal weiter. Vor allen Dingen schadet es auch der israelischen Sache international, da Israel ja auch nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag dazu verpflichtet ist, Hilfsgüter nach Gaza hereinzulassen, diese Verteilung der Hilfsgüter zu organisieren. Und anscheinend ist das schrecklich misslungen in den letzten Tagen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Gibt es überhaupt im Moment noch einen Verhandlungsansatz, Freilassung der Geiseln, eben gegen eine humanitäre Waffenruhe, die international verstärkt gefordert wird, auch von Deutschland und natürlich der EU? Ja, Herr El Difraoui, die Gemengelage ist ja sehr komplex, wenn wir es jetzt noch mal versuchen, ein bisschen von oben zu betrachten, weil wir beide auch diesen Vorgang jetzt in Gaza nicht auflösen können. Da gibt es ja in der Region durchaus unterschiedliche Interessen, die im Raum sind. Bei Iran, bei Katar, bei Saudi-Arabien, bei Ägypten. Wer hat da eigentlich welche Position? Interessant ist natürlich, es gibt Staaten, die wollen unbedingt das Überleben der Hamas. Das ist eindeutig der Iran, der die Hamas weiter benutzen möchte, um Israel zu schaden. Katar hat eigentlich keinen Katar, die Hamas, der kleine Staat, der so reiche Staat, der Hamas lange Jahre unterstützt hat oder zumindest eine große Vermittlerrolle eingenommen hat, hat wie die meisten anderen Staaten heute in der Hauptsache dann Interesse, dass Waffenruhe eintritt und eben humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Es schadet den arabischen Regimen, und das sind alle, ob das jetzt nun Ägypten ist oder Jordanien, eben Katar, enorm, wenn den Palästinensern nicht geholfen wird und die Todeszahl sich weiter erhöht. Also gerade unter den arabischen Staaten herrscht ein großer Konsensus eben darüber, dass letztlich der palästinensischen Zivilgesellschaft geholfen werden muss. Und da ist auch die Haltung, dass auch Katar natürlich von Hamas verlangt, die israelischen Geiseln freizulassen. Im Moment ist es aber auch so, dass natürlich auch weit entfernte Player, wie man in der Politikwissenschaft auch sagt, wie die Vereinigten Staaten, die weit weg sind, aber natürlich eine ganz große Rolle im Nahosten spielen, sehr verunsichert sind über die letzten Entwicklungen in diesem so traurigen und so viele Menschen lebenden Konflikt. Und da Sie auch die Vereinigten Staaten ansprechen, US-Präsident Joe Biden hatte ja dieser Tage noch einmal ein bisschen die Hoffnung geweckt auf einen sehr nah vorstehenden Geiseldeal, also Waffenruhe gegen Geiseln. Aber all das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ganz grundsätzlich geht es ja darum, die humanitäre Situation irgendwie aufzulösen. Aber es scheint irgendwie nicht dieser eine Schlüssel im Raum zu stehen, der das lösen könnte. Oder sehen Sie da den einen? Die Amerikaner haben eine gewisse Form von Optimismus gezeigt, genau wie die ägyptischen und die katarischen Vermittler, eben bevor jetzt hier vermutlich mehr als 100 Menschen vor zwei Tagen starben. Also die Ereignisse in Gaza haben den ganzen Verhandlungsprozess zurückgeworfen, aber natürlich möchten alle Verhandlungsseiten doch eine Lösung für diesen Waffenstillstand und die Geiselbefreiung schaffen. In Israel gibt es mittlerweile aber auch sehr kritische Stimmen, die ihren eigenen Premier Netanyahu angreifen und sagen, er wollte diesen Konflikt so lange wie möglich hinausziehen, um selber an der Macht zu bleiben. Also die Gemengelage hat sich durch die Ereignisse der letzten Tage eindeutig nicht vereinfacht, sondern der Konflikt hat sich nochmal verschärft. Und bedauerlicherweise hat Israel natürlich auch
durch eben diese nicht in der Lage sein, humanitäre Hilfe zu verteilen und nach Gaza reinzulassen, das hat Israels internationalen Ansehen unter vielen Anrainerstaaten, aber auch Staaten des vermeintlichen globalen Süden ziemlich geschadet. Ja, Herr Elifraoui, wenn wir noch einmal in dieser Vogelperspektive das betrachten, was zukünftig eventuell möglich sein könnte für die Region, dann bringt uns das ja noch mal ein paar Monate zurück. Also vor diesem Oktober 2023 gab es doch massive Annäherungen Israels an die arabische Welt, an einzelne arabische Staaten. Da war von diplomatischen Anerkennungen und so die Rede. Wie könnte, wenn wir jetzt nach vorne denken, eine Beilegung des Konflikts und sagen wir mal eine tragfähige Lösung aussehen? Wer müsste da wie mitspielen? Also Israel hat große diplomatische Erfolge vor dem Angriff, vor dem Massaker, das durch Hamas verübt wurde, gehabt. Es gab eine Normalisierung in den sogenannten Abrahams-Accords mit Golfstaaten, aber auch mit Marokko und dem Sudan. Und als nächstes sollte dann Saudi-Arabien an die Reihe kommen, ein Friedensschluss zwischen Israel und Saudi-Arabien, diesem so reichen Ölland, dem größten Land auf der arabischen Halbinsel. Und die Saudi-Arabier haben aber immer zur Bedingung gemacht, dass eine Zwei-Staaten-Lösung erfolgen muss, dass es keinen Frieden geben würde, ohne dass die Palästinenser eindeutig eine verbesserte Situation haben, ihr Staat anerkannt wird. Und da stehen wir aber auch heute noch, bloß unter sehr verschärften Bedingungen. Die Saudis haben hinter den Kulissen gesagt, ja, wir sind bereit zu einer Anerkennung Israels, zu einem Frieden, wenn es eine wirkliche Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und das ist ja diese ganze Debatte, ist eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch möglich? Wird das von der rechten israelischen Regierung gewünscht? Ist das noch möglich, weil es zu viele Kolonien im Westjordanland sind? Wollen auch dies die Palästinenser? Sind sie bereit, wieder verhandeln? Sind sie bereit, echte Verhandlungspartner zu werden? Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, wirklich in diesen so schlimmen Zeiten an einer Friedenslösung, eben dieser Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. Auch wenn Leute sagen, das sei eine Mantra, ein ständig sich wiederholendes, aber leeres Thema. Aber mir scheint doch sehr, dass in diesen schlimmen Zeiten die Chance genutzt werden sollte, eben in die Zukunft zu gucken. Und wie kann man es schaffen, zwei friedlich beieinander lebende Staaten zu schaffen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Palästinenser sich wirklich selbst verwalten können, auch wenn sie wahrscheinlich nicht das Recht haben werden, eine Armee zu haben oder eine größere Militärorganisation zu haben. Aber da legen halt auch gerade die ganzen arabischen Staaten Wert drauf und natürlich aber auch die Europäische Union. Was sind denn jetzt nach so langen Jahren dieses so schlimmen Konfliktes wirklich dauerhafte Friedenslösungen noch möglich? Abdelazim Eldifraoui, Politologe und Nahostkenner, ganz herzlichen Dank. Es wird viel brauchen und vor allen Dingen viel Vertrauen in eine neue Lösung. Danke nach Paris für Ihre Einschätzungen heute. Ich bedanke mich.